Das ist Witwe-Berger mit Max und Plücke. Oh la la la, la 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 la. Da sagt man sich, also in so einem Song, wo man so mit so einer Ukulele noch untermalt und so. Aber das ist ja bei uns ganz anders, obwohl eine Ukulele auch da war. Aber du merkst, Max, du merkst, aber auch alle anderen, die zuhören, merken, ich bin so ein bisschen neben mir. Ich kann nicht mehr so richtig reden und so. Ich habe meinen Kopf schon ausgeschaltet und ja, meine Zunge auch, die ist ein bisschen schwer, weil wir hier also wirklich eigentlich Urlaub machen, ne? Das stimmt. Du lachst jetzt, oder was? Ich lache, ich habe meinen Kopf auch schon ausgeschaltet, was dann aber bei mir bedeutet, ich habe gar nicht zugehört, was du da erzählt hast. Ich hab das nicht verstanden und dann habe ich mir nach dem zweiten Wort gedacht, gut, lass ich's einfach sein. Mhm. Denn ich bin auch einfach schon so entspannt. Ich spüre es schon, bin schon richtig entspannt. Also so richtig entspannt bin ich. Ja, oder? Aber ich meine, also erstmal müssen wir natürlich erklären, wo wir sind. Magst du das mal erklären? Das stimmt. Ja, also für alle, die es nicht wissen, Plücke und ich, wir haben uns jetzt für den Sommer auch mal frei genommen. Das heißt, von uns gibt es in diesem Monat keine Podcast-Ausgabe, sondern wir sind gerade in unserer Kreativpause. Ja? Mhm. Wir sind hier auf einer deutschen Insel mit dem Namen Trüfflingen. Mhm. Davon habt ihr jetzt vielleicht noch nie was gehört. Das ist aber kein Wunder, wir nämlich auch nicht, denn diese Insel war bislang unentdeckt. Darüber werden wir euch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Die liegt bei Fehmarn und ja gut, das erzählen wir euch gleich alles. Aber wir machen hier seit 5 Wochen jetzt unsere Kreativpause, verbringen hier schön die Zeit mit den hier lebenden Einwohnerstämmen oder sitzen auch gern mal hier am Strand in diesen primitiven Strandkörben, die Leute hier haben. Und genießen unsere Zeit und überlegen uns so, was wir im nächsten Monat beim Podcast machen könnten. Das ist schön. Das gefällt mir sehr gut. Das ist wirklich schön. Ja, wobei du das ein bisschen romantisierst. Also Strandkörbe, primitive Strandkörbe ist schon arg übertrieben eigentlich. Also an Schönheit. Ja, es sind eigentlich, also die Hörer können sich das folgendermaßen vorstellen. Es ist ein Stock und noch ein Stock. Und dazwischen sitzt man. Ja. Das ist wirklich primitiv as hell as can be. Aber auch schön. Und ich finde es auch freundlich, dass uns die Möglichkeit gegeben wurde, hier so ein Ding zu mieten. Weil man muss wissen, normalerweise sind diese Strandkörbe hier natürlich nur für die Einwohner da, weil es gar keine Besucher gibt. Ja. Wir sind, wenn ich das richtig verstanden habe, die ersten Besucher seit 1876. Mhm. Und die letzten Besucher haben damals hier die Idee des Strandkorbs wohl eingeführt. Und das ist aber alles, was ich weiß. Und seitdem nutzen die Einwohner hier eigentlich die Strandkörbe ausschließlich für sich selbst. Und jetzt dürfen wir hier einen nehmen. Wir müssen uns einen teilen aus Platzgründen. Ja. Aber gegen eine kleine Gebühr dürfen wir hier sitzen tagsüber. 20 Minuten am Tag. Und das gefällt mir. Ja, mir gefällt das auch. Ich bin aber auch ein bisschen froh, wenn ich wieder... Ich meine, erstmal die Frage, warum sitzt man nicht auf dem Boden eigentlich? Weil das ist schon bequemer als 2 Stöcke. Naja, so, ich meine, wir haben es bezahlt. Eben, und es ist auch nicht so kultig, ne? Richtig. Auf dem Boden zu sitzen. So. Ja. Willst du erzählen, ich war im Urlaub und habe auf dem Boden gesessen oder ich war im Urlaub und habe im Strandkorb gesessen? Oh ja, ganz genau, ja. Ja, ja, das ist ja, das haben die uns aber auch gut verkauft, ne? Wirklich. Ja. Ja. Das ist die deutsche Gastfreundlichkeit. Ja, so, ganz genau. Es gibt aber auch nur einen Strandkorb, ne? Ist das nicht auch so? Ich meine schon, ja, deswegen gibt es ja hier auch so einen sehr strengen Timeslot. Deswegen haben wir auch so wenig Zeit, aber wenn wir Glück haben, also gestern hatten wir wenigstens Sonne, sonst gab es immer nur Regen, während wir hier saßen. Ja. Aber so ist das auf dieser Insel. Ja. Viel entdeckt müssen wir kurz mal erwähnen, haben wir bislang aber noch nicht, weil wir wirklich sehr faul sind, seit wir hier angekommen sind. Naja, du bist faul. Ich will eigentlich mal was unternehmen. Ich will die Kultur kennenlernen. Ich will ein bisschen was dahinter, was dahinter steckt, hinter den jetzt Leuten. Tu doch nicht wie die so. Menschen so ticken. Echt? Wie? Ja, ich hab da hinten, also die Sandburg, die da zum Beispiel steht, die wollte ich auch mal erkunden, weil da geschichtlich soll da ganz viel passiert sein in der Nähe. Ach, echt? Können wir ja auch mal eine Folge drüber machen. Über die Sandburg? Ja. Ja. Ja, hier, wie heißt er denn nochmal? Kolumbus ist da auch dran vorbeigelaufen. Schreibt dir das auf, dass wir da mal eine Folge drüber machen müssen. Ist ja hier unsere Kreativpause gerade. Also, ja. Das ist jetzt die erste Idee in den 5 Wochen, seit wir hier sind, die wir gehabt haben. Aber immerhin. Du bist aber immer im Dienst. Ne? Einmal mal die Füße bummeln lassen. Nee, du, das kann gleich nicht. Wieder so. Nee, immer im Dienst. Nee, ja. Immer kreativ sein. Arbeit sich.
Ich habe auch eben noch gedacht, oh, also ich zu Max eben, oh, guck mal, die Möwen sind ja süß. Und dann sagt Max, aber das sind keine Möwen. Was, das sind Tauben hier, ne, oder? Die haben hier Tauben. Ja, das stimmt. Die haben sie aber in so einem traditionellen Ritual, wenn ich das richtig verstanden habe, weiß angemalt. Weil es hier nämlich von Natur aus keine Möwen gibt. Aber fürs Gefühl hat man dann die hier lebenden Tauben einfach genommen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Das zeigt auch mal wieder so diese deutsche Effizienz. Ja, wenn es keine Tauben, wenn es keine Möwen gibt, nehmen wir einfach Tauben. So, malen die an, alles gut. Also wirklich toll, was man hier entdeckt auf dieser Insel. Hier wird das, was so typisch deutsche Attribute sind, wird hier noch ausgelehnt. Das gefällt mir. Ja. Das stimmt, ja. Man muss aber auch dazu sagen, die Tauben dort, also hier, haben wirklich extrem schöne Füße. Ist das auch schon mal aufgefallen? Ja, das stimmt. Immerhin nicht so verstummelt wie bei uns zu Hause. Ja, bei euch in Berlin ist auch wahrscheinlich alles vollgeschissen und die ganzen Tauben haben irgendwie so verstümmelte Füße. Ja, genau, ja. So kenne ich das eigentlich. Weil sie in Latte Macchiato gefallen sind oder in so Fahrradspeichen, in so Tandem oder was, wenn man bei euch mal fährt. Ja, in die kultigen Starbucks-Getränke von den ganzen Start-up-Unternehmern sind die reingefallen und dann haben die sich da irgendwie die Zähne verbrannt. Aber möchte ich jetzt, also die Armtauben, ja. Ja, aber ich habe noch eine. Ja, ich habe aber noch eine Frage. Apropos Zehen, wir stehen ja jetzt hier im Wasser, so lassen uns die Wellen so um eure Beine kreisen. Herrlich. Und ich habe mal, ich wollte jetzt nicht so auffällig drauf gucken, aber ich habe so im Augenwinkel so ab und zu mal rüber geguckt. Dein Fuß, den du da dir verbrannt hast, der sieht ja wirklich auch, also wirklich sowas von ekelhaftig aus. So sieht's aus. Ja. Ja, war der vorher auch schon so? Nee, aber der war verbrannt, den durfte ich jetzt seit 3 Monaten nicht benutzen und waschen. Das heißt, das kommt dann raus. Das ist jetzt der erste Kontakt mit Wasser und dann direkt Salzwasser. Kann man nicht, ja, was soll man machen? Ja, und die ganze Haut, die hat die auch so wirklich so abgearbeitet, ne? Die liegt, die schippert jetzt daneben. So im, da hat sich eben schon so ein kleiner Fisch verfangen. Ja, man muss das mal so sagen. Wir sind ja transparent. Muss man mal sagen, genau, wir sind transparent hier. Das ist ja, also muss man sich auch nicht schämen. Das ist menschlich. Nein, es ist auch nur menschlich, ja klar. Ja, super. Bevor wir jetzt hier, also es gibt noch andere Nachrichten aus dem Monat. Meine ich, gehört so. Also ich bin mir nicht sicher. Wir moderieren es jetzt erstmal an. Hier sind die Nachrichten des letzten Monats im Nachrichtenrückblick. Der Nachrichtenrückblick. Aha. Jetzt bin ich natürlich baff. Was sind denn die Nachrichten? Ja, das ist jetzt natürlich das Problem. Ich meine, wir sind seit 5 Wochen hier. Also mitbekommen habe ich da auch nichts. Nichts mitbekommen? Also du hast jetzt keine Nachrichten hier vorbereitet oder was? Naja, du, was soll ich machen? Also ich meine, wir haben hier keinen WLAN. Bluetooth gibt's ja auch nicht. Ja, aber Hi-Fi und also du musst doch wenigstens irgendwas parat haben. Irgendwas, die aus den Rippen leiern können. Irgendwas? Ja, irgendwas? Ja. Okay. Sport 1 hat die sexy Sportclips abgeschafft. Schade. Damit verschwindet jetzt das Letzte, was den alten Late-Night-Fans von Harald Schmidt im späten Programm noch übrig geblieben war. Stattdessen zeigt Sport 1 demnächst nun nächtlich eine Polizeidoku. Also nach dem Motto Kopp statt Kock. So. Und okay. Und sonst so? Ja, mehr weiß ich auch nicht. Also das war jetzt das Einzige, was hier so durchgesickert ist. Wir könnten jetzt höchstens hier mal die Einheimischen fragen, ob bei denen auf der Insel vielleicht mal irgendwas Interessantes passiert ist, oder? Ach ja, das ist eine gute Idee. Und komm, dann lass mal losziehen. Los geht's. So, da sitzt einer im Strandkorb gerade. Also auf dem Strand, also am Strandkorb sozusagen, auf den Steckern. Sollen wir da mal hin? Ja. Ja, sehr gerne, gehen wir nochmal dahin. Der sieht doch sympathisch aus. Sympathischer junger Mann. Junger Mann, hallo, guten Tag. Dürfte ich Sie vielleicht mal kurz interviewen für den Informationspodcast Witwenberger? Ja, kurz, ich will es noch mal. Ja, ich hab deine drei Minuten und ich ist eine Minute. Und jetzt trotzdem, wenn ich es auch verstehst, und der Brück vorbei will. Und den Dortenschutz und den Dortenschmutz, sag ich jetzt mal so. Das ist ein weg, der mit deinem Glücke war das ein Nein?
Ich glaube, das hat ihm nicht so gefallen. Okay. Entschuldigen Sie. Ja, schönen Tag noch. Laufen wir mal weiter. So, Datenschutz. Na gut. Hier. Ah, hier, da ist doch einer. Ja, den habe ich auch gerade gesehen. Hier. Ich aber auch. Na, du zuerst, okay, gut. Ich zuerst. Aber dafür bin ich jetzt als Erster da. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, so. Guten Tag, junger Mann. Ich würde Sie ganz gerne mal interviewen für einen Podcast. Ist das in Ordnung für Sie? Oh, ja klar, links los, gell? Links los. Super. Ja, gut. Moment. So. Danke, dass Sie Boah, sich jetzt hier also der spontan. Atem, ja, Bub, beruhig dich doch erstmal ein bisschen, gell? Danke. Komm, setz dich hier nieder, gell? Ach, Setz dich nieder hier. ist schon gut. Ich habe jetzt hier gerade leider den Strandkorb nicht gemietet. Den darf ich erst später wieder benutzen. Aber freut mich erstmal, dass ich jetzt hier so spontan ein Gespräch mit Ihnen machen kann. Plücke und Ja, ich, klar. wir sind Journalisten Jörg. und wir möchten den Hörern ganz gerne erklären, was auf dieser Insel hier so vor sich geht. Haben Sie da vielleicht so ein paar heiße Infos für uns? Ja, schaust. Die Anführerin dieses Birkenstamms, die Sibylle, ja, die hat den beim Trimmen der Hecke, ja, die Heckenschere, ja, ist es hat's einen Abflug gemacht, die Heckenschere. Und so ist es folgendermaßen passiert. Ich habe mir das Ding auch schon mal ausgeklebt und so weiter und so fort. Und das hat sauber funktioniert und hat immer Ast reingeschnitten und hat immer super alles auf Schiene gebracht. Genau, das ist eine astreine Hecke gewesen, die man geschnitten. Da wo geschnitten wurde, muss man so sagen, kann man so ausdrücken, da wo geschnitten wurde, da blieb kein Haar mehr trocken, da ist es eine astreine Linie geworden. Gell. So, jetzt hat sich Folgendes ereignet. Jetzt hat diese Heckenschere nicht mehr so geschnitten, gell, so wie sie schneiden sollte. Also eine, keine astreine, sage ich jetzt mal, keine astreine Linie mehr geschnitten, gell. Sondern so ein bisschen Hickhack und ein bisschen Fransicher, reingefranst hat sich niedergestellt. Und so ist es gekommen, dass die Sibylle auf einmal fuchsteufelswild wurde, weil ihr der Letzte war, der sich diese Heckenschere ausgeliehen hatte. Und dann Gut, hat ja, die sich danke, sehr interessant. zusammengeschert. Ja, freut mich. Danke Ihnen, ja. Tschüss, Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Ah, der war aber nett, oder? Der war echt nett, ja. Das freut mich auch, wenn man so gastfreundliche Leute hier trifft. Also Mhm. spannende bessere Nachrichten, als wir sonst so zu berichten hatten in den letzten Monaten. Interessanter Ja. vielleicht auch, aber auch friedlicher. Also mir gefällt, dass das Leben hier auf Trifflingen so ruhig ist, dass es eine Ja. Nachricht ist. Also alles ist hier eine Nachricht, weil das kleinste Fitzelchen aufregend sein kann für die Leute. Das gefällt mir. Und das Ja. fehlt so ein bisschen in der heutigen Welt. Also bei uns. Ja, du, da ist ja Mord und Totschlag und so, ne? Und so weiter und so fort, ne? Weißt du Bescheid? Ja, klar, so ist das. Aber Plücke, dein letzter, also bevor wir jetzt uns hier gemeinsam auf diese Reise gemacht haben, was wir gleich auch nochmal vielleicht genauer erwähnen können, wie wir überhaupt hierher gekommen sind. Aber bevor wir jetzt gemeinsam hier hingefahren sind, wie war denn so die freie Zeit, die du hattest? Ist da irgendwas Interessantes vorgefallen? Mensch, wir haben ja so lange nichts voneinander gehört, auch in diesen 5 Wochen, in denen wir jetzt hier waren, saßen wir so lange immer nur voneinander entfernt, damit wir in unseren eigenen Gedanken schweben können, in der Hoffnung, dass uns irgendwas Interessantes einfällt. Und von dir habe ich da wahnsinnig wenig mitbekommen. Ja, du, ich halte auch mein Privatleben relativ gerne auch bedeckt. So, also wenn wir jetzt hier bei Witwe-Berger dieses journalistische Format haben und dann gemeinsam in der Redaktion sitzen, dann merkst du ja auch, dass ich da so eine gewisse, ja, so eine gewisse Distanz auch habe. Also ich Stimmt. habe natürlich eine Freundlichkeit und so, Smalltalk und so, aber dann, sobald es irgendwie um meine Kinder geht, zum Beispiel, um meine Tochter, da werde ich ganz leise. So. Nee, eine gewisse Distanz bedeutet eigentlich, dass du gar nicht erst zu den Meetings erscheinst. Ja, das ist mir auch meistens so doof. Kaspert ihr da mal rum, was ihr wollt. Ich performe dann. Ich komm dann in der letzten Sekunde und performe. Du Ich mache euch wurschtelst dir das das Ding so rund. zurecht. So, ganz genau. Ja. Und was ist dir so passiert? Ach, ich finde das löblich, wenn man sein Privatleben so privat lässt. Es gibt. Das ist natürlich eine scheiß Voraussetzung für einen Podcast. Also als Ja. Podcaster, wenn man Ja. nichts aus seinem Ja. Leben erzählen möchte. Ja. Aber erstmal finde ich den Ansatz nicht schlecht. Und sonst, was mir so in letzter Zeit passiert ist, ist auch
privat. Aber was ich ganz interessant fand, war, ich war neulich in Frankreich auf einer Feier. Und ich habe dort zum ersten Mal in meinem Leben für mein Französisch Komplimente bekommen. Was noch nie so passiert ist. Weil ich nie verstanden wurde sonst. Und das hat mir, also das fand ich mal so ganz interessant, weil wenn, ich habe das Gefühl, wenn Leute nach Deutschland kommen, die eigentlich von Haus aus kein Deutsch sprechen, die es dann aber versuchen und man versteht, was sie meinen, dann ist man immer ganz gutmütig so zu denen und unterstützt die und dann spielt man da so mit, als hätten die alles richtig gesagt, einfach so aus Respekt. Das finde ich auch eine gute Sache eigentlich. Und das Gefühl hatte ich bei den Franzosen aber nie. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man da nicht alles ganz richtig sagt, dass die einen wirklich nicht verstehen können. Also nicht, dass sie einen absichtlich dann nicht verstehen, sondern dass es wirklich einfach nicht funktioniert. Und das finde ich so eine ganz interessante Sache eigentlich. Ich frage mich manchmal, wie Leute aus anderen Ländern so reagieren, wenn man als Deutscher in ein Land kommt und versucht, die Sprache zu sprechen. Weil bei uns das ja immer so positiv aufgenommen wird. Ich weiß aber nicht, ob das überall so ist. Wenn man dann nicht perfektes Oxford-Spanisch spricht, ob das dann noch als so toll gilt, wenn man das dann wenigstens versucht. Tja, keine Ahnung. Also ich meine, ich frage, die erste Frage, die ich mir stelle, ist, du sagst, du bist sonst nirgendwo verstanden worden und ziehst dich jetzt so hoch an einem Kompliment. Vielleicht war das auch so ein Mensch, der auch nicht so gut Französisch konnte und deswegen nicht verstanden Wahrscheinlich war hat. das auch ein Deutscher und er war einfach begeistert, wie gut Ja, ich Deutsch gesprochen habe. Das kann natürlich auch sein. aber du wirst wirklich nicht verstanden? Naja, also mir ist das schon jetzt öfter, wenn ich versucht habe, mich mit. Also ich hatte Französisch in der Schule, sollte ich vielleicht erstmal erklären. Ich hatte auch einen ganz tollen Kurs, wenn ich das jetzt mal noch kurz erzählen kann. Ich hatte jetzt in der Oberstufe, in der 12. Klasse, noch drei Mitschüler in diesem Französischkurs. Wir waren also zu viert mit der Lehrerin, also die Lehrerin mit der Lehrerin waren wir dann zu fünft. Und das hat sich immer so privat angefühlt. Das war immer total sympathisch. Wir saßen dann da so in der Gruppe und der Unterricht war dann mehr nebensächlich, also das war eigentlich nicht wie Unterricht, das war wie so eine private, weiß nicht, anonyme Alkoholiker oder irgendwie so eine sympathische, so ein sympathischer Stuhlkreis in einem Jugendtreff oder so. Saßen wir da zusammen, haben teilweise versucht, Französisch zu reden, teilweise aber auch überhaupt nicht. Und die Lehrerin war auch immer total lieb und mit der sind wir eigentlich zweimal, glaube ich, jetzt im letzten Semester ins Kino gegangen, statt Unterricht zu machen. Also es war eine tolle Erfahrung, kann ich allen empfehlen, irgendeinen Kurs in der Schule zu belegen, den sonst keiner macht. Außer natürlich, man hat dann die schlimmste Lehrerin der Schule. Oh ja. Hattest du sowas? Nein. Also was ich mich manchmal frage, wenn man so einen Lehrer hat, von dem man nur Schlimmes hört, ist es so gewesen, dass ich diese Lehrer nie schlimm fand? Und eigentlich immer gut. Und ich frage mich dann, woher dieser Ruf kommt. Hattest du so Lehrer, die du total schlimm fandest? Ja, ich hatte viele Lehrer, die ich total schlimm fand. Und mich hat eigentlich immer sehr gestört, wenn ich merkte, dass die Lehrer die Schüler nicht verstanden haben. Also wenn die nicht mehr wussten, wie die Schüler jetzt ticken. Das fand ich immer sehr schlimm, weil man ja trotzdem bewertet wurde von denen, obwohl die sich gar nicht so gar keinen Zugang zu einem hatten. Und ich finde schon, dass wenn Lehrer so den Zugang zu dieser Generation, die sie unterrichten, verlieren, dann ist das schon gefährlich. Und ich fand die Lehrer, bei denen das besonders schlimm war, immer am besonders schrecklichsten. Aber es gab auch Lehrer, die ich erst nach der Schule verstanden habe. Also ich bin als Schüler immer irgendwie angeeckt, weil mir langweilig war und ich habe gestört und so. Deswegen habe ich mich mit vielen Lehrern gestritten. Und wenn man so als Erwachsener dann zur Schule zurückkommt und dann Lehrern nochmal begegnet, und eine andere Sichtweise irgendwie auf die Sache hat, dann dachte ich manchmal so, es gab auch Lehrer, die ziemlich cool waren, wo es vielleicht auch an mir lag, warum ich die Lehrer so doof fand. Ja, aber bei diesen Lehrern, wo du meintest, sie hätten den Zugang verloren, wie haben die den Zugang verloren? Die haben keine Jugendwörter benutzt und haben nicht cringe gesagt, wenn du die Hausaufgaben nicht hattest oder wie hat da der Zugang gefehlt? Naja, ich finde das Schlimmste immer bei Lehrern, wenn die nicht
wenn denen nicht bewusst ist, dass Schüler da nicht freiwillig sind und dass Schüler auch nicht in der Klasse sitzen oder diesen Unterricht mitmachen, weil denen das interessiert. Mhm. Ich finde, man sollte irgendwie schon immer berücksichtigen, dass man Schüler unterrichtet, die eigentlich mitten in der Pubertät sind, die eigentlich gar kein Interesse haben, die auch gar nicht wissen, warum sie das jetzt machen. Und ich finde, das sollte man immer im Kopf haben, weil man das dann irgendwie versuchen kann zu umgehen, dass man doch irgendwie einen Zugang findet zu den Schülern, zu sagen, ich weiß, wir müssen das hier alle absitzen und so, ihr seid aber quasi freiwillig, aber lasst uns das irgendwie die Zeit irgendwie gut machen, auch dass ihr vielleicht halbwegs was Gutes da mitnehmen könnt und so aus dem Unterricht. Und wenn Lehrer das grundsätzlich nicht haben, dann finde ich das schlecht. Ja. Und halt auch gefährlich, weil die halt auch so eine Macht haben. Absolut, das sehe ich genauso. Und ich habe das Gefühl, dass das bei mir lustigerweise meistens junge Lehrer waren. Man würde das ja vielleicht eher von älteren Lehrern erwarten, dass die nicht verstehen, dass die Schüler das nicht interessiert und die was anderes zu tun haben. Aber ich hatte das Gefühl, die jungen Lehrer, also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in so einem Post-Hippie-Zeitalter, ja? Also ich meine, diese ganz alten Lehrer, die du vielleicht noch hattest, die ältesten, die du hattest, das waren dann noch die strengen, die mit Anzug zur Schule gekommen sind und mit Halbglatze dann hoffenweise Sechsen verteilt haben. Dann kamen entspanntere Lehrer. Und ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt wieder ein bisschen dahin wandelt, dass Lehrer versuchen, besonders korrekt zu sein. Und für jede Minute, die noch übrig ist vom Unterricht, noch eine PowerPoint-Folie übrig haben mit so einer kleinen Aufgabe. Und ich habe das Gefühl, dass das sich jetzt wieder so ein bisschen wandelt, dass die jüngeren Lehrer gefühlt wieder strenger werden. Und dass sich das auch deutlich in meiner Benotung wieder gespiegelt hat. Aha. Ich hatte bessere Noten bei Lehrern über, sagen wir mal, 35. Und glaubst du, dann liegt das an diesem überambitioniert sein, weil man gerade neu frisch aus der Ausbildung kommt und sein eigenes Ding noch nicht gefunden hat? So? Ich hoffe es. Also ich hoffe, dass das nicht jetzt für alle Zeiten so bleibt, dass jetzt eine neue Riege an strengen Lehrern heranwächst. Ich fand die Lehrer zwischen 40 und 60 eigentlich am sympathischsten. Also sogar so die jetzt so an die 60 kratzen, sind ja die, die in einer Zeit gestartet haben, wo es vielleicht alles relativ locker zuging. Grundsätzlich. Die Älteren waren dann zwar nervig, aber die Jüngeren waren dann generell schon locker, nehme ich mal an. Und ich hoffe, dass sich die jungen Lehrer jetzt einfach mit der Zeit noch einspielen und dann vielleicht auch ein bisschen netter bewerten. Das hatte ich schon das Gefühl, dass sich die Lehrer, die ich ganz am Anfang meiner Gymnasienzeit hatte, die da jung waren, dass die sich gut in den Unterricht eingefunden haben und dann auch im Konzept freier wurden. Also dann auch nicht für jede Sekunde noch einen One-Minute-Talk oder sowas machen mussten. Aber die Benotung ist trotzdem gleich geblieben. Die Benotung geht meiner Meinung nach trotzdem bei denen noch davon aus, dass die denken, wir hätten Interesse und hätten alles bis aufs Kleinste nochmal zu Hause nachstudiert und dann können wir es trotzdem nicht und deswegen haben wir dann eine 4 verdient, obwohl wir uns wieder unseres Interesses ein bisschen dran versucht haben und dann vielleicht eigentlich eher eine 3 plus verdient hätten. Interessant. Aber du hast grundsätzlich, also hattest du eher ein positives Verhältnis zu Lehrern oder eher negativ, so im Grundsätzlichen? Negativ. Ja? Weil es sehr viele Lehrer gab, die einen einfach nicht verstanden haben. Ach so. Und ich meine, wenn man Langeweile hat und Quatsch macht, dann ist man halt unbeliebt bei den Lehrern. Da kriegt man halt Gegenwind. Und ich habe viele Lehrer auch als ungerecht gesehen und vor allen Dingen auch wirklich nicht den Schülern zugewandt gesehen oder wahrgenommen und einfach auch verständnislos, weil man einfach Chemie machen musste auf einmal, obwohl man hat gar keinen Grund gesehen, Chemie zu machen. Man musste das trotzdem irgendwie lernen und dass sie trotzdem so stur waren und das so ignoriert haben, dass man vielleicht das gar nicht wollte und dann einfach so benotet haben, als wäre das eigentlich das Wichtigste auf der Welt, dieses Chemiefach. Ich finde auch, das hat mich auch bestätigt, wenn ich dann so sehe, wie die Ausbildung abläuft.
Ich habe auch jemanden in der Familie, der jetzt Lehrer geworden ist. Und das ist wirklich überhaupt nicht, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, da kann ich mich auch jedes Mal drüber aufregen. Diese Lehrerausbildung, die ist, Das stimmt. man wird überhaupt nicht dafür vorbereitet, darauf vorbereitet, dass man auf Leute stößt, die kein Interesse haben und vor allen Dingen auch die Schwierigkeiten haben, weil sie vielleicht kein Interesse haben oder weil sie kein Talent für das Fach haben. Also diese Schule ist so altmodisch und so unzeitgemäß und die Lehrer werden so untreffend ausgebildet, dass das wirklich ein Graus ist. Stimmt, da haben wir uns wirklich drüber unterhalten. Aber ich finde es schön, dass du Chemie ansprichst, weil ich das auch immer absolut gehasst habe. Aber es ist ja, also von Haus aus bringt man ja eigentlich keinen Hass gegen so ein Schulfach mit. Es ist nur die Tatsache, dass es einen erstmal nicht interessiert und man es dann trotzdem jede Woche mindestens 3 Stunden machen muss. Und so lernt man dann ja eigentlich erst, so ein Fach zu hassen. Also früher hätte ich nie gesagt, dass ich Chemie hasse. So hat sich das dann aber entwickelt. Hab's dann nach der 10. Klasse abgewählt. In der Oberstufe musste ich dann dafür noch 2 Semester Physik machen, was mich auch nie interessiert hat. Aber meine Chemielehrerin war, also ich denke, sie konnte schon verstehen, wenn wir kein Interesse daran hatten, weil es mir so schien, als hätte sie das auch nicht mehr. Sie war wahnsinnig lustlos und gelangweilt. Und es war aber nach den Sommerferien 2021, meine ich, glaube ich so, meine ich so, dass sie für eine Woche gut gelaunt war. Ja, also da gab es mal eine Woche, wo sie wirklich in der Schule war, da hat sie gelacht und war gut drauf. Und da kann ich mich richtig dran erinnern. Und wir hatten, ich und mein bester Freund hatten eine Meme-Seite für unsere Klasse. Und darüber haben wir auch ein Meme gemacht und dann da so geschrieben, wenn diese Lehrerin auf einmal gut gelaunt ist und dann da so ein passendes Bild hochgeladen. Und neulich hatte ich meinen Abi-Ball. Hab da nicht die Chemielehrerin getroffen, aber eine andere Lehrerin, die anscheinend ein paar Leaks zugespielt bekommen hat von dieser Meme-Seite. Die Meme-Seite ist eigentlich nicht öffentlich, aber anscheinend Ist hat das jemand ihr ein paar Insta Posts oder was ist das? gezeigt. Genau. Insta, okay. Und dann hat sie dieses Meme über diese Chemielehrerin nochmal zitiert. Sie hat das so hervorgehoben und hat darüber dann gelacht. Also sie hat dieses Meme zitiert und dann darüber gelacht, weil sie sich anscheinend auch so, weil sie anscheinend verstehen kann, was wir meinen. Dass wir erstaunt waren, dass diese Lehrerin mal für eine Woche gut gelaunt war im Jahr 2021. Ja, Und krass. das ist meine Chemieerfahrung gewesen und die war dann zum Glück schnell vorbei. Naja. Ja, aber macht das nicht auch einen guten Lehrer aus, wenn man weiß, wie man mit solchen Leuten umgehen kann, dass man sagt einfach, es muss so sein, offenbar, immer noch in der Schule, dass man diese Sachen lernt. Aber lasst uns das Beste draus machen, irgendwie, dass ihr keine Nachteile habt. Ja, genau, Meine, das man sehe kann ich sich auch doch auch, so. ja, man kann sich doch auch intern absprechen im Lehrerzimmer, wie dieser Schüler generell ist. Wenn er generell interessenlos ist, gut, dann sollte man sich vielleicht auch Gedanken machen, warum er generell interessenlos ist. Aber wenn er vielleicht in einem Fach großes Interesse hat, dann kann man das doch würdigen, kann man doch sagen, grundsätzlich besteht Interesse, aber vielleicht nicht in diesem Fach. Was machen wir da draus jetzt? Genau. Absolut. Oder was ich auch nie verstanden habe, ist, dass ich, also ich habe auch jahrelang in Bio zum Beispiel sehr große Interessenlosigkeit gezeigt und jetzt in der Oberstufe habe ich es wirklich versucht. Ich habe da echt viel gelernt für und mich dann auch aktiv gemeldet und die Noten wurden dann auch schon besser, aber ich hätte mir noch bessere Noten gewünscht. Und ich finde, man kann dann auch die Motivation, was zu lernen, eher würdigen, als dass man es Ja. wirklich kann. Weil ich kann ja Ja. nicht innerhalb von einer Woche, die ich für die Klausur lerne, alles aufholen, was ich in der 7. bis zur 10. Klasse verpasst habe. Aber ich hab's versucht, ich habe mich aktiv beteiligt und mitgedacht. Und ich finde, dass das dann fast lobenswerter ist, als wenn jemand einfach ein absoluter Streber ist und deswegen gar nichts mehr machen muss. Weil der hat dann ja Ja. einen Vorteil, der muss nichts machen und ich mache was. Und Ja. letztendlich habe ich dann die härtere Arbeit erbracht. Ja. Ja, genau. Und ich meine, Streber, es ist ja auch, die Menschen haben es vielleicht leichter. Gut, es ist natürlich auch Arbeit, aber vielleicht haben die Streber das auch leichter, weil sie einfach das von vornherein konnten.
sich zu lernen und vor allen Dingen auch konnten im Sinne von sich hinsetzen zu Hause und statt irgendwas Schönes zu machen, irgendwas zu lernen, also die Disziplin zu haben. Manche haben das ja einfach so und das ist dann ja eine weniger starke Leistung als Leute, die gar keine Disziplin haben, sich aber wirklich hinsetzen und das machen. Das stimmt. Ja, also trotzdem ist es natürlich richtig, dass die, die es dann am besten können, auch am besten bewertet werden, aber ich finde, die Würdigung von so einer Motivation kommt dann manchmal trotzdem zu kurz. Ja. Was meinst du, wir sind jetzt relativ ernst geworden in einem ganz anderen Thema, was meinst du denn, wie die Leute hier auf Trüfflingen so in der Schule sind? Gibt es hier eine Schule? Also ich habe noch keine Schule entdeckt. Ich habe so einen alten Pizzakarton eben gesehen, als wir hier hingelaufen sind zum Strand. Du warst ja noch halb am Schlafen dran, ne? Ich hab da schon so ein bisschen so geguckt, natürlich, weil ich mich dafür interessiere, für andere Kulturen und so, für Menschen interessiere ich mich sowieso und so. Und ich habe schon so geguckt und da habe ich gesehen, so einen Pizzakarton, der stand so halb auf und da saßen so ganz, ganz kleine Schüler drin. Ich glaube, das war eine Schule. Das ist ja interessant. Also ja. Diese Insel bietet wirklich viel. Ich bin immer wieder überrascht. Und für alle, die jetzt natürlich uns nur zuhören, um mehr über diese Insel zu erfahren, die jetzt vielleicht auch überlegen, hier demnächst mal selbst Urlaub zu machen oder eine Kreativpause, so wie wir. Wir haben jetzt gerade in unserer Kreativpause zwar kein neues Konzept für den Podcast erarbeitet, aber für die Schule auch nicht schlecht. Und ja, für alle, die daran interessiert sind, ist es vielleicht interessant, einen Blick auf das Thema des Monats zu werfen. Das Thema des Monats. Das Thema des Monats ist die Insel Tüffling. Hier haben wir nämlich den Podcast gestartet und hier lassen wir uns das richtig gut gehen und liefern natürlich noch super Content für alle Zuhörer. Genial! Die Insel liegt auf der Südostsee-Meeresplatte, nur wenige Kilometer der beliebten Urlaubsinsel Fehmarn entfernt. Im Gegensatz zu den Umständen auf Fehmarn leben die hier einheimischen Trüffler in primitiven Stämmen. Ohne Internet, ÖPNV oder Mülltrennung gestaltet sich der Trüffleralltag ganz konträr zum festlanddeutschen Landleben. Schwieriges Wort. Aber wir haben ja alle eine Ausbildung. Oder einen Schulabschluss. Mitschreiben. Oder wenigstens, ja, oder wenigstens irgendwas. Kartoffeldruck oder sowas. Hashtag. Das bei uns ja insbesondere von Blut, also jetzt fange ich den Satz nochmal an, weil ich habe natürlich durch so einen wahnsinnig tollen Witz jetzt diesen ganzen Satz. Ja. Willst du jetzt nochmal das schwere Wort sagen? Ja, genau. Ohne Internet, ÖPNV oder Mülltrennung gestaltet sich der Trüffleralltag ganz konträr zum festlanddeutschen Landleben, das bei uns ja insbesondere von Bluetooth und Apps geprägt ist. Die Koordinaten der Insel sind 54,5 Grad Nord, 11 Grad Ost, Superzahl 8. Die bereits von Plücke erwähnten Stämme, in denen die Einheimischen leben, heißen Abteilungen. Jeder Stamm hat einen Häuptling, den sogenannten Abteilungsleiter. Er soll nicht nur für ein friedliches Zusammenleben innerhalb seines Stammes sorgen, sondern entwickelt beispielsweise ebenso Jagdstrategien, mit denen seine Untertanen einfacher und geschickter auf Beutefang gehen können sollen, als die Konkurrenten anderer Abteilungen. In den Wäldern der Insel jagen sie von Ameisen bis hin zu Rehen alles, was ihnen vor die Lunte kommt. Bei der Essensverteilung im Stamm darf der Abteilungsleiter zunächst so viel essen, wie er möchte, bevor er die Reste hinter sich schmeißt, wo seine Untertanen bereits eine Schlange bilden und anstehen. Deshalb nennen Experten die Untertanen auch Angestellte. Die Insel gilt unter Freunden des Deutschlandurlaubes als echter Geheimtipp. Nur ohne Tipp. Denn bisher war Trüffling auch vor ihnen geheim gehalten worden. Max und ich sind hier nur zufällig gelandet. Ursprünglich hatten wir geplant, mit unserem Segelbötchen einmal um den Globus zu segeln, bevor wir uns in Indien niederlassen, um dort Kraft zu tanken und unsere Kreativitätslungen mit frischer Ideenluft zu füllen. Jeder Biologe weiß, beim Ausatmen entsteht ein Abfallprodukt. Dass diese Insel bisher noch nicht entdeckt wurde, wirft auch bei Experten viele Fragen auf.
Es gilt als unklar, ob diese Insel in der Tat noch nie von einem Nicht-Insulaner angesteuert wurde, wenn auch nur zufällig, oder ob dieses Eiland strategisch geheim gehalten wird. Die Gerüchteküche brodelt unentwegt, seit wir vor knapp 5 Monaten hier ankamen. Ja, in unserer Redaktion hat sofort die Alarmglocke geläutet und ein Notfallmeeting wurde einberufen, soweit ich weiß. Wir sind ja jetzt hier, wir konnten da leider nicht teilnehmen, aber da wird seitdem wild spekuliert und recherchiert, was es mit dem Geheimnis dieser Insel auf sich haben könnte. Eine Theorie besagt, die Einheimischen fürchteten sich davor, ihre Existenz offenzulegen, da dies ein Brief von der Rundfunkbeitragsstelle innerhalb der nächsten 5 Werktage nach sich ziehen würde. Andere Stimmen hingegen behaupten, hier lebende Stämme fürchteten sich vor dem Einschleppen von Krankheiten aus zivilisierten Gegenden, die auf der wilden Insel nicht vorkommen, wie etwa dem Coronavirus, der Schweinegrippe oder dem Raucherbein. Ein Journalist hingegen sagte mir vor Beginn der Aufzeichnung, er habe heiße Hinweise dafür, dass, und jetzt halten Sie sich fest, Trüfflingen sich in den vergangenen 20 Jahren selbst stark militärisch aufrüstete. Bis zu 120 Militärstützpunkte hätten die Abteilungsleiter in dieser Zeit auf dieser kleinen Insel errichten lassen. Angeblich könnte geplant sein, die Bundesregierung zu putschen und fortan alle Deutschen unter den Trüfflinger Wertevorstellungen nehmen zu lassen. Mit dem Schlachtruf »Wir sind Trüffel« werden jeden Sonntag um 12 die Pläne weiter konkretisiert und... Entschuldigen Sie, darf ich fragen einmal, was Sie da machen? Ja, klar, wir produzieren hier gerade einen journalistischen Podcast und reden hier... Ja, das ist ja ganz... Passen Sie mal auf. Also, es ist mir jetzt nicht recht, wenn Sie noch einen Wort von diesem Wort denken, dann mache ich hier die Hölle, das sage ich Ihnen. Also, Herr Schäfer, bewegen Sie Ihren Arsch von der Insel und überlassen Sie uns... Okay. Insel, ja, okay. Beruhigen Sie sich. Jetzt ist er wieder weg. Ich habe jetzt gehört, wir könnten unsere Kreativpause vielleicht woanders verbringen, wurde mir jetzt so geflüstert gerade. Das ist eine gute Idee, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und relativ rasch würde ich mich dann auch auf den Weg machen, wenn es... Ich komme mit. Gut, ja, weil... Ja, weiß auch nicht. Gut, also dann machen wir unsere Kreativpause woanders weiter, als hier auf dieser Insel, deren Namen ich nicht sagen möchte, sage ich jetzt mal. Piep, also, ne, Piep. Weißt du, Piep. Hashtag. Ja, Piep, ja. Hashtag. Schreibt es in die Kommentare. Gut. Vergesst alles, was wir bisher über diese Insel hier berichtet haben. Ja, bitte aber die auch gibt's nämlich gar nicht. Haha, genannt. War alles ein Spaß. War ein Scherz. April. Seid ihr doof? Sind die doof oder haben die geglaubt? Da vertrauen die einem Podcast, der sich Informationspodcast nennt. Die sind ja auch blöd. Naja. Aber dass wir eine Kreativpause machen, das stimmt wirklich. Also wir haben uns schon hier so eine Auszeit genommen und alles Mögliche überlegt. Bis auf unser neues Schulkonzept ist uns jetzt nicht so viel eingefallen. Ich habe, oder dir schon? Du wolltest jetzt gerade so ansetzen. Ja, ich wollte gerade noch was, können wir vielleicht, während wir zum Boot laufen, relativ zügig, weil wir werden ja immer noch beobachtet von dem Typen da hinten, der steht da in einem Unterhemd, in einem Feinripp-Unterhemd und guckt uns hinterher. Ist ein sehr netter Mann, möchte ich kurz mal hier klarstellen. Sehr netter Mann. Nicht, dass wir sehr jetzt hier Mann. Dem was unterstellen würden, nein. Nein. Sieht aber auch ein bisschen aus wie Polizist, ne? So ein bisschen, also vom Gesicht her. Ja. Von der Mütze. Macht den Eindruck, ne? Ja, ne? Aber nett. Nee, aber ich hab, ja, nett. Sehr netter Kollege. Liebe Grüße. Geh raus. So, aber während wir jetzt zum Boot gehen, einmal, ich habe noch eine Idee. Mhm. Und zwar für einen neuen Podcast. Okay. Wir zeichnen diesen Podcast nicht mit Mikrofonen auf, sondern mit diesen klasse Stöckern, die wir da, auf denen wir gesessen haben, diese komischen Strandkörper da symbolisiert haben. Was hältst du davon, von dieser Idee? Ach, das ist ja toll. Und wie klingt das dann? Ja, hölzern. Verstehst du, was ich meine? So, und aber auch einfach ein bisschen speziell. Man hat so einen gewissen Moment. Das stimmt. Ja, hoffentlich aber ein langes Moment. Moment, ne? Ja. Klickst du da eigentlich rum oder was auf deiner Maus? Nee, ich habe keine Maus dabei, ich habe gerade einen Stock aufgehoben. Ah, hast du geknickt, so, ja, klar, ja, klasse. Nee, ich wollte es jetzt schon mal ausprobieren, hallo, ja,
gut, machen wir. Klingt ganz hölzern. Das wäre mal eine Idee. Ich hatte jetzt überlegt, ob man vielleicht mal eine Game Show macht. Wir beide. Also wir sind die Moderatoren und dann holen wir uns Kandidaten dazu. Und die Game Show würde dann daraus bestehen, dass Leute, also wir zeigen dann Leuten Bildern, die nach und nach schärfer werden und dann müssen die Leute erraten, was auf den Bildern zu sehen ist. Und wer das zuerst errät, der kriegt dann einen Punkt. So, das wäre so meine Idee, aber als Podcast, weißt du? So eine Game Show mal als Podcast. Klasse, ja. Und aber das klärt man dann auch nicht auf. Nee, das klärt man nicht auf. Okay. Ja, finde ich super. Und die Leute, die spielen, sehen die das dann auch oder hören die praktisch, sind die nur live zugeschaltet mit Ton? Ja, das kommt dann natürlich drauf an, ob wir ein Studio, wir können ja auch ein total schönes Studio bauen mit einer Showtreppe. Oh ja. Für den Podcast, dann laufen wir da runter, kommen rein, wir haben dann noch eine Liveband dabei und dann begrüßen wir vielleicht dann live im Studio unsere Gäste. Das heißt, die können dann da schön mitraten und die Zuhörer zu Hause können dann auch schön mitraten. Nur natürlich völlig willkürlich. Also die wissen dann nicht, was die mitraten. Das wäre so meine Idee. Ja, toll. Oder so eine Schattenwand, wo einfach einer hintersteht. Ja, auch schön. Ja. Also das Medium Podcast ist so vielfältig, da kann man so viel mitmachen. Herrlich. Gefällt mir. Ja, vor allem die meisten, die zwei Mikrofone, zwei Männer und dann unterhalten sie sich. Dann finden sie sich lustig. So. Ja. Dann heißt es Comedy-Podcast. Man kann auch einfach was Neues mit sich ausdenken. Da hast du schon recht. Ja. Ich meine, bei uns, also wir sind ja schon mal ganz anders als alle anderen Podcasts, weil wir finden uns gegenseitig ja nicht lustig. So, das ist schon mal der erste Vorteil von uns. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Und alles andere kann ja noch kommen. Also wir heben dieses Konzept vielleicht mal in neue Sphären. Das kann wäre ich dabei. Ich auch. Ich war nämlich auf der Republika. Das ist so eine Messe. Gesundheit. Und Dankeschön. Ja. Und, Klassiker. Und da gab es auch einen Stand von der ARD. Und da wurde ein Talk darüber gehalten, über die Zukunft von Podcasts. Ja, an einem ARD-Stand. Und dann war da der ARD-Audiothek-Chef zu Gast. Ich glaube auch der ARD-Mediathek-Chef. Und dann der Chef von RTL Plus. Und die haben sich dann zu dritt darüber unterhalten, was die Zukunft von Podcasts ist. Dann habe ich dazugehört und habe mir direkt gedacht, so mache ich es nicht. Und was haben sie so gesagt? Was ist die Zukunft vom Podcast? Lass uns doch mal mit teilhaben. Ja, also das Gefühl, das ich habe, ich möchte mir das jetzt hier gar nicht mit irgendwelchen Chefs verscherzen, weil ich großen Respekt habe und weil ich ja auch Berufswünsche habe. So, aber ich habe das Gefühl, die Zukunft von Podcasts hieß bei denen, dass man weitermacht. Ja? Das Thema des Monats. Mit Podcast. Genau, macht weiter mit Podcast. Ja. Ein Ding hat ja eine Zukunft, solange es existiert. Und wenn wir jetzt einfach, wenn alle jetzt weitermachen mit ihren Podcasts, dann ist die Zukunft gerettet. Sehr gut. Ja, eigentlich ganz, ganz simpel, ne? Ja. Nein, das war jetzt auch ein bisschen verkürzt. Ich habe da schon ein paar interessante Dinge mitgenommen, die schicke ich dir vielleicht mal privat, aber ich möchte jetzt nicht, falls uns hier so ein Julian Bam oder Joey's Jungle oder so zuhört, will ich nicht, dass die unseren Podcast-Ideen klauen, aber ich habe da ganz interessante Dinge gehört, deswegen viele Grüße an die Chefs von der ARD Audiothek, Mediathek, RTL Plus. Und IKEA Miniland, also war spannend, hat mir gefallen. Oh, super. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie wir uns noch aufpimpen können, ne? Ja, aufpimpen, wir können uns ja vielleicht hier mal hab jetzt überlegt, mir so rosa Katzenohren auf meine Kopfhörer zu klemmen. Oh, süß, ja. Ne? Das könnte ich doch mal machen. Ja, das ist gut. Ich kann an meine Brille kann ich so Brillanten, Brillanten, wie heißt es, Brillanten? Ja. So Diamanten zu hängen. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, brillant. Dann glitzert das so schön beim Sprechen. Ja. Das ist beim Sprechen, ja, eine gute Idee. Boah, vielleicht lege ich mir auch einen Goldzahn noch zu. Oh ja, aber dafür musst du. Ja, aber das hat nur Sinn, wenn man lacht. Ja. Das ist und ich lache. Mal lachen ab und zu. Ja. Ja, eben. Ich bin sehr ernst, ich hasse es zu lachen. Aber ich habe mal so ein Zitat von Billie Eilish gesehen. Ich hasse es zu lachen, man zeigt seine Schwäche. Und so geht's mir auch, seitdem fühle ich mich so.
Ja, deswegen schlaf ich ja nicht. Das ist ja auch so ein Zeichen von Schwäche. Das stimmt. Ja, gut. Besser so. Behalt das bei. Ja. Ja. Denn wer im Geschäft schläft, hat bereits verloren. Hier im Podcast-Geschäft, das ist ein schnelllebiges Geschäft. Ja. Aber das ist auch wer der einzige Geschäft? Insider-Tipp, den ich hier gebe. Sehr gut. Ja, gut. Sehr gut. Ja, du, so, jetzt müssen wir uns aufs Boot auf. Ja, also am besten springe ich zuerst hoch, weil ich bin ja der Schlankere von uns beiden. Genau, ich wollte es gerade sagen, der Typ schaut immer noch so angenehm. Ja. Ja, weil sonst wackelt das so, weißt du? Ja, machen wir uns auf den Weg. Liebe Freunde, wir haben, also falls jemand fragt, ja, nur fürs Protokoll, sag ich mal so, wir haben heute nicht über eine Insel gesprochen und falls doch diese Insel existiert, so nicht. Und alles, was wir gesagt haben, ist Quatsch. Ja, ganz genau. Vor allem das Gegenteil. Mit diesen Militärdingern, das ist, habe ich gehört, ist Unsinn, wurde mir jetzt so geflüstert. Ja. Was hast du da für einen roten Punkt eigentlich auf der Brust? So einen leuchtenden kleinen roten Punkt. Ach, das kann jetzt entweder mein Bluetooth-Mikrofon sein. Oder der Mann von hinten hat gerade abgedrückt. Oh, süß. Ja, dann müssen wir jetzt mal ganz schnell laufen, ne? Also fahren. Ja, komm, hier nimm mal ein Paddel und los geht's. Ja, okay. Eieiei. So, los paddeln. Okay. Ja, dann noch an alle anderen einen schönen Urlaub. Ja, schnell. Schönen Urlaub. Tschüss.